Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, es geht um die letzte Quest von Mulan und ja, Mulan ist fleißig am Trainieren oder war es zumindest gerade, bis ich die Aufnahme hier gestartet Entschuldige, hatte. können wir kurz reden? Ja, klar. Hey Gameplayerin, hast du Lust, mit ein paar anderen Dorfbewohnern und mir an einem lustigen Wettbewerb teilzunehmen? Wettbewerbe sind nie lustig. Ich bin freiwillig dabei. Super, ich habe mein Tagesprogramm durchgezogen und einige andere Dorfbewohner haben sich mir angeschlossen. Also bei den Tai Chi war es, glaube ich. Heißt das Tai Chi? Doch, Tai Chi meine ich, hieß es. Das sind so Übungen, wo man sich immer wieder im Einklang, sage ich mal, bewegt, was aber sehr anstrengend sein kann, weil man sich wirklich darauf konzentrieren muss. Das habe ich damals 2 Jahre oder so gemacht. Das fand ich absolut gut. Ich habe mich da auch sehr gut gefühlt. Ich habe allerdings auch immer grünen Tee bekommen. Vielleicht lag es auch da dran. Da würde ich sofort mitmachen. Aber was hast du jetzt für uns im Angebot, Mulan? Wir haben sogar angefangen, gemeinsam zu trainieren. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen, wie wichtig Teamarbeit für den Erfolg ist. Mutter Gothel hat uns belauscht und fing an, uns auszulachen. Sie sagte, dass die einzige Person, auf die du dich für deinen Erfolg wirklich verlassen kannst, du selbst bist. Ja, ist nicht ganz so verkehrt, weil du dich natürlich immer nur bedingt auf andere verlassen kannst. Also wenn du eine sehr verlässliche Person vor dir hast, dann ja, ist der Kommentar überflüssig. Aber es gibt halt viele Leute, die nicht ganz so verlässlich sind. Und ich sag mal, die einzige Person, auf die man sich wirklich immer verlassen kann, ist halt man selber, weil man weiß genau, dass man was Bestimmtes dann durchziehen möchte. Das klingt nach ihr, ja. Ich fordere sie zu einem Wettkampf, forderte sie zu einem Wettkampf heraus. Mein Team gegen sie, allein, in einen Eroberungswettkampf. Möchtest du in meinem Team sein? Ja klar, ich liebe Zusammenarbeit. Großartig! Aber nur, wenn es kein Wettbewerb ist. Genau, das hätte ich anklicken sollen. Toll! Du solltest Mutter Gothel sagen, dass du dich uns angeschlossen hast. Ich will nicht, dass sie überrascht ist. Ich gehe jetzt an meinen Strategietisch und mache einen Plan. Wir sehen uns. Lass uns Okay. bald mal wieder quatschen. Ich habe das hier alles so schön eingerichtet. Also auf diese Ecke muss ich sagen, bin ich richtig stolz. Auf die Mulan-Ecke hier. Das finde ich, habe ich doch richtig gut hinbekommen. Hat auch diesen schönen japanischen Flair und so weiter. Ich finde es einfach klasse. Und dann hier vorne, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gemacht. Dann diese Trainingsecke noch dabei. Ich find das einfach nur genial. Also es tut mir leid, aber. Ach so, Mutter Gothel ist natürlich nicht immer zu Hause. Wo ist denn die jetzt schon wieder? Sie ist immer da, wo man nicht denkt, dass sie ist. Sie ist gar nicht hier, oder? Hä? Ach, da! Ach, ich bin auch wieder ein Blindfisch heute. Okay. Da fällt mir ein, wenn ich diese Quest dann durch habe, dann muss ich. Dann kann ich noch eine. Nein, nein, nein. Du sollst das wieder wegmachen. So, dann kann ich noch eine Quest aufnehmen von Mushu und danach muss ich den aber noch leveln. Nicht abhauen. Achso, ich dachte, wir sollen jetzt zuhören. Hallo. Was kann ich für dich tun, Gameplayerin? Ich habe mich Mulans Team für einen Eroberungswettkampf angeschlossen. Zusammenarbeit ist angesagt. Och, bist du nicht bezaubernd? Mulan ist eine fähige Strategin, das muss ich ihr lassen. Dich zu rekrutieren, meine einzige wirkliche Konkurrenz hier. Nun ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie auch immer, ich werde sie auf jeden Fall besiegen. Andere Leute bremsen dich nur aus. Das ist nicht richtig. Möge das beste Team gewinnen. Ja, stehe ich zu, weil sie hat ja kein Team. Oh, das werde ich. Nun denn, ich weiß, dass die gute Fee, die Närrin, als Schiedsrichterin für den Wettkampf fungiert. Sie wartet darauf, dass ich ihr die Mini-Flaggen für den Wettbewerb bringe. Da du der letzte Teilnehmer bist, könntest du die Flaggen herstellen und sie ihr bringen, oder? Das sollte einfach genug sein, selbst für dich. War nur ein Scherz, Schätzchen. Ciao, ciao. Du bist noch hier?
Okay, Mini-Flaggen. Oh, das habe ich total vergessen. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss mir mal eben schnell, bevor ich das nachher komplett vergesse, zumindest die Goldbarren und den Stoff sichern. Der Rest ist nicht so schlimm, wenn ich mir das nicht kaufe. Aber das ist wichtig. So, wobei Eisen mir natürlich lieber wäre, weil Eisen habe ich immer zu wenig. Was brauche ich denn jetzt? Hier, Mini-Flaggen. Dafür brauche ich... Wie viel soll ich denn überhaupt machen? Gute Frage. Steht einfach nur, stelle die Mini-Flaggen her. Nein! Ach, Mann, jetzt habe ich es wieder angeklickt. Jetzt ist es wieder nicht mehr oben. Ich hasse es. Okay, also ich hoffe, dass wir die jetzt nur einmal herstellen müssen. So. Bringe die Mini-Flaggen zur guten Fee. Ja, okay, dann reicht das. Wieso eigentlich nur zwei? Wo läuft die jetzt schon mit? Nee, die hängt da unten in der Ecke. Weil die rennen nämlich immer genau dann weg, wenn ich mit denen irgendwie sprechen muss oder was abgeben muss oder so. Gute Fee, wo bist du? Komm her. Hättest du kurz Zeit für mich, mein Kind? Nein, aber du hoffentlich für mich. Bitteschön, ich habe dir was mitgebracht. Wunderbar. Ah, die Mini-Flaggen für das Spiel. Wie wunderbar. Der Wettbewerb ist zum Greifen nah, meine Liebe. Ich habe mich so gefreut, als Mulan mich gebeten hat, Schiedsrichterin zu sein. Und ich kann es kaum erwarten, dein Team antreten zu sehen. Ihr seid alle so bezaubernde Freunde. Wir werden unser Bestes geben. Und ich vertraue darauf, dass du unparteiisch bist. Egal, ob du gewinnst oder verlierst, du wirst als Siegerin hervorgehen. Jetzt verstecken wir die Mini-Flaggen, ein Schnipsen mit dem Zauberstab und der Spaß kann beginnen. Bibbidi babbidi busch. So, jetzt solltest du zu Mulan zurückkehren, Liebes. Sie wird dir sagen, was du tun sollst. Lass die Spiele beginnen. Oh, das wollte ich schon immer mal sagen. Und jetzt hinfort mit dir, bibbidi babbidi buh. Ja, ja, hinfort, hinfort. Alle schicken mich immer hinfort. Warum? Wo ist Mulan? Hallo? Mulan? Die rennen schon wieder vor mir davon. Ja, jetzt ist sie stehen geblieben. Vielleicht erwischen wir sie noch auf der Treppe. Wir wissen ja alle, wir können nicht laufen. Also nicht sprinten. Ich muss unbedingt mit dir reden. Außer mit irgendeinem speziellen Essen, aber das werde ich nie herstellen. Gameplayerin, wir sind bereit loszulegen. Wir müssen 4 Mini-Flaggen finden, indem wir die Hinweise nutzen, die gute Fee uns gegeben hat. Sie sagte, wir sollen uns zur Verfügung stellen. Sie sagte, wir sollten alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die Flaggen zu finden. Wir sollen überall suchen, sogar im Wasser oder unter der Erde. Nein. Also angeln und buddeln oder wie? Also habe ich beschlossen, eine Strategie zum Teilen und Erobern anzuwenden. Du bist meine vertrauenswürdigste Stellvertreterin. Bitte hilf dem Rest des Teams, Nala, Maui und Buzz, bei ihren Hinweisen. Wenn du alle 3 hast, kommst du zurück und wir treffen uns wieder. Los geht's. Okay. Viel Glück. Ich weiß, es ist mir immer eine Freude, mit dir zu plaudern. Sprich mit Nala. Nala ist da. Die kommt uns auch gerade entgegen. Oder auch nicht. Nala? Nala, Schätzchen? Eva. Ach, da versteckt sie sich. Du sollst ihr mithelfen. Hallo. Ich bin froh, dass du hier bist, Gameplayerin. Ich war gerade dabei, meinem Hinweis nachzugehen. Wonach riecht er? Nach Salz, Fisch und Sand. Könntest du irgendwo suchen, wo es diese 3 Dinge gibt? Da sie vielleicht im Wasser liegt, nimm deine Angelrute mit. Ich werde die Flagge finden, Nala. Mach dir keine Sorgen. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich will nicht angeln. Salz, Fisch und Sand. Das kann theoretischerweise überall sein, aber hier ist ja eigentlich nur ein Meer so, wo man angeln kann, oder? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so sicher. Haben wir jetzt noch eine andere? Nee, die anderen, das sind alles Teiche. Hä?
Wieso bricht die ab, nur weil diese blöde Ursula da drin steht? Ursula, hau doch mal ab, sonst kann ich das nicht machen. Ah, jetzt kann ich es doch machen. Genau, geh weg da. Natürlich habe ich einen Fisch gefangen, was auch sonst, wenn man was anderes machen möchte. Und dann, wenn man die Fische braucht und angeln muss, also spezielle Fische, dann kommen sie nicht, so wie immer. Okay. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, muss ich das jetzt mit den weißen Stellen machen oder muss ich das vielleicht sogar mit den blauen Stellen machen? Ich hätte vielleicht mal die blaue Stelle ausprobieren sollen, ne? Oder brauche ich vielleicht eine goldene Stelle? Keine Ahnung. Es kann sich jetzt wieder nur um Stunden handeln. Ich würde sagen, ich angel jetzt mal ein bisschen und hole euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich auch tatsächlich die Flagge gefunden habe. Bis gleich. Ihr Lieben, ich sehe jetzt hier eine goldene Stelle, die richtig beschissen hier drunter ist. Ich weiß gar nicht, ob ich da angeln kann. Doch, ich kann sogar in die Höhle angeln, okay. Da die so am Blinken ist, vermute ich mal, dass das die richtige Stelle sein wird. Ja, und natürlich hat sie es nicht hingekriegt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Na komm. Du kannst aber auch nicht richtig sehen, ob du jetzt dran bist oder nicht. Ja, da ist die Flagge. Sehr schön. Also bei mir ist es wirklich hier vorne an der Ecke gewesen. Leider direkt unter Ursulas Höhle. Sowas fällt mir ganz spontan. Bringe Nala den Gegenstand. Okay, Nala, wo bist du? Du bist immer noch da. Bist du jetzt hinter den Gebäuden? Ah, ne, da hinten ist sie. Achso, die kann ich jetzt mal wegtun. Könntest du mir mal helfen? So, bitteschön. Da ist die Flagge. Hey, du! Du hast sie gefunden. Super! Diese Mini-Flagge wird unseren Stolz sicher vor Mutter Gutel stellen. Habe ich Stolz gesagt? Ich meinte Team. Gute Arbeit, Gameplayer. Jemanden wie dich zu treffen, gibt mir Hoffnung. Ja, hat jetzt aber nicht automatisch das nächste angenommen. Dann nehmen wir mal Space Ranger. Space Ranger, wo ist der Kleine denn? Moment. Da ist er. Das Problem ist halt wirklich, der ist tatsächlich so klein und dann rennt er ja auch noch durch die Kürbisse durch. Ja gut, mit dem riesigen Stern auf dem Kopf muss man ihn eigentlich finden. Gut, dass du hier bist, Gameplayerin. Wir beide haben viel zu tun. Mein Hinweis war vor meinem Wohnmobil vergraben. Es ist nur eine Zeichnung mit einer einfachen Sonne darauf und ein paar Bäumen und noch etwas anderes. Sonne, Bäume? Was meinst du? Was ist denn das andere? Die Zeichnung ist der Standort deiner Flagge. Aha. Ja, natürlich. Lass uns noch einmal nachsehen. Bäume sind das Tierknochen und über der Landschaft steht eine große Sonne. Ein sonniger Ort mit Bäumen und Knochen? Ich schaue mich mal um. Ausgezeichnet. Vergiss nicht, dass ich unsere Hinweise ausgraben musste. Also musst du vielleicht auch die Flagge ausgraben. Bring deine Schaufel mit. Ja, als ob ich die nicht sowieso immer dabei hätte. Okay, also sonnige Ebene. Okay. Und graben. Warum steht hier ein Törtchen rum? Habe ich das mal abgelegt irgendwann? Okay. Graben. Das Problem ist, dass man das immer erst viel zu spät sieht. Ach! Da ist ja... Okay, das muss man auf jeden Fall sehen. Also das ist nun wirklich... Ja. Sehr offensichtlich mit dem Ausgraben. Hallo, ich habe das gerade weggetan. So, dann können wir das Ganze direkt schon mal zu Bass zurückbringen. Ich markiere ich mal lieber. Wo ist er? Ach, da. Ich habe eine sehr wichtige Aufgabe für dich. Ja, das ist toll. Ich kann dich aber nicht ansprechen. Ist jetzt wieder. Leute. Oh. Bis man den erstmal ansprechen kann, ne? Hey!
Gute Arbeit, Gameplayerin. Wieder einmal hast du bewiesen, dass du ein wichtiges Mitglied der Dreamlight Valley Space Rangers bist. Unsere Mission hier ist erfüllt. Jetzt frage ich mich, was der Rest unseres Teams vorhat. Bis zum nächsten Mal. Der Rest, so wie er das sagt, ist Maui. Und der war zumindest eben noch am Strand und ist es jetzt... Ah doch, da unten ist er. Okay. Ja gut, den habe ich jetzt auch markiert. Den braucht man jetzt eigentlich nicht zu markieren. Den sollte man normalerweise sehen und finden können. Maui, kann man dich wenigstens ansprechen? Hilf mir mal. Ach, gut. Gameplayerin, bin ich froh, dich zu sehen. Ich habe eine Mini-Flagge gefunden, die unter einem riesigen Felsbrocken versteckt war. Wie hat die gute Fee das Ding hochgehoben? Du hast die Flagge. Wo ist das Problem? Ich weiß nicht. Das Problem ist, dass sie von einer Art magischen Eis umschlossen ist. Ich habe versucht, es über ein Feuer zu halten, aber nichts passiert. Ja, ja, ja. Auf unserem Hinweis sind auch einige Zeichnungen, also müssen wir vielleicht die Gegenstände auf den Bildern sammeln. Ich weiß allerdings nicht, wie uns das helfen soll, das Eis zu schmelzen. Gib mir einen Hinweis. Ich werde die Gegenstände aus der Zeichnung sammeln und versuchen, sie zusammenzufügen. Gib mir den Hinweis. Ich danke, Zwerg. Gib mir einen Hinweis. Finde einen Weg, die Mini-Flagge mit den gesammelten Zutaten zu kombinieren. Welche gesammelten... Ach so! Hätten sie mir auch sagen können, dass ich hier was sammeln muss. Okay, Ingwer, Karotte, Minze. Das hört sich so nach Kochen an. Moment. Da werden wir doch mal eben... schauen, ob man da was kochen. Also es sind ja immer so komische Aufgaben hier, dass man hier alles Mögliche kochen kann. Deswegen schauen wir mal, ob das hier auch gilt. Die Frage wäre dann allerdings... Oh ja, wir haben ein Rezept drin. Das ist gut. Und ich habe Mauis Flagge als neues Rezept erlernt. Ja, kein Thema. Okay. Bring Maui die Flagge. Der läuft mir schon wieder entgegen. Ich muss hier den Weg endlich mal weitermachen. Fällt mir gerade so auf. Maui? Ich wollte gerade sagen, du warst doch gerade noch auf dem Weg nach oben. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. So, bitteschön. Ja, er hat mich gerade angebettelt, dass ich ihm helfe. Ne? Aber falls ich Hilfe brauche, frag einfach Maui. War nur Spaß. Hey, du hast das Eis geschmolzen. Wir werden das Ding auf jeden Fall gewinnen. Aha! Los, Team. Ich wette, ich bin der erste Halbgott, der dir begegnet ist, stimmt's? So, Mulan. Mulan, Mulan, Mulan. Ist im Vergnügungspark untergekommen. Wenn da hinten noch Vergnügungspark ist. Ja, sie geht natürlich, rennt sie jetzt vor mir weg. Oh, Leute. Warum ist das so programmiert, dass die immer vor einen wegrennen, wenn man sie gerade gefunden hat? Ich würde dir gern von meiner Idee erzählen. Ja, mach das, aber wir müssen erst noch was anderes machen. Herzlichen Glückwunsch, Gameplayerin. Du hast unserem Team geholfen, weiterzukommen. Ich frage mich... Und ich habe meine Flagge auch gefunden, in der Spitze des höchsten Baums im Tal. Komm, lass uns zur mystischen Grotte am schillernden Strand gehen. Die gute Fee wartet dort auf uns. Wir sollten uns vielleicht beeilen. Ich habe Mutter Gothel mit zwei ihrer Fahnen gesehen. Und das ist schon eine Weile her. Na denn, wir sehen uns. Mystische Grotte. Das ist doch hier, genau, am schillernden Strand. Ich kann leider wie immer nicht schneller laufen. Es tut mir leid. Aber warum muss der ganze Kram hier immer im Weg sein? So. Das ist doch die mystische Grotte. Achso, nee. Doch, in der mystischen Grotte. Okay. Was war denn das gerade für Kopf? Es war irgendwie unheimlich. Puh, Mutter Gothel ist nicht hier. Wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Gameplayerin, könntest du das Eis entfernen, das den Weg versperrt, damit wir den Grund der Höhle erreichen können? Ich muss los. Mach's gut. Wenn ich weiß, welches Eis. Also bisher sehe ich noch keins.
meine, ich soll es mit der Spitzhacke machen, okay. Das ist nicht... Doch, das ist doch meine Spitzhacke. Aber hier ist kein Eis. Mushu steht auch hier. Keine Ahnung, was der hier macht. Ja, keine Ahnung, was das mit dem Eis jetzt soll. Bitteschön. Ich habe alle Flaggen. Wunderbar. Wir haben viel was zu tun, für ein wunderbarer du? Wettbewerb. Und das Team von Mulan hat heute gewonnen. Wir haben alle zusammen als Team gearbeitet. Es war großartig. Und als Team solltet ihr belohnt werden. Herzlichen Glückwunsch alle zusammen. Oh. Oh je. Mutter Gotel sieht nicht sehr erfreut aus. Du warst ja so hilfsbereit. Es gibt keinen Grund, deinen Sieg so zur Schau zu stellen. Du hast gewonnen. Ich gebe mich geschlagen. Auch wenn du geschummelt hast. Geschummelt? Was soll das denn heißen? Brauchst du ein Team oder einfach nur Gameplayerin, um den Sieg zu holen? Gameplayerin ist eine großartige Anführerin, aber mein ganzes Team hat seinen Teil dazu beigetragen. Das ist das Tolle an einer Zusammenarbeit. Du kannst die Stärken von jedem ausspielen. Wenn du das sagst. Oh, jetzt rennt ihr mir vorbei, wenn ich auf Reden drücke. Mulan, Mensch. Wir haben gewonnen, Gameplayerin. Wir sind so ein tolles Team. Ja, Zeit für ein Selfie. Aber wahrscheinlich machen wir wieder keins, oder? Ich hoffe, Mutter Gotel ist nicht allzu beleidigt über unseren Sieg. Sie wird schon wieder. Ah. Du hast wahrscheinlich recht. Manche Leute, die sich anfangs aufregen, vergessen das schnell wieder. Aber jetzt feiern wir. Ich bin so stolz auf uns. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, ein Andenken an diesen Moment zu haben. Hallo, hier, ich, Foto. Nicht bewegen, ich habe die perfekte Idee. Na denn, Foto, wir sehen uns. Foto, stellt euch mal alle hier vor, dann kriege ich ein viel schöneres Bild hin. Ach, Mann. Moment. So. 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 Ich weiß nicht mal, welche Taste ich drücke. Boah, sehe ich grausig aus. Oh Gott. Grins mal. Lächel mal. Oh Gott, ich sehe, glaube ich, überall wie eine Horrorgestalt aus, oder? Oh mein Gott. Alter. Das sieht, die Beleuchtung hier im Gesicht, das sieht einfach nur gruselig aus. Es tut mir leid. Okay, wir lassen das mit dem Foto für heute. Gameplayerin, ich möchte dir dafür danken, dass du mir bei dem Spiel geholfen hast und dafür, dass du jemanden bist, auf dem ich immer zählen kann. Oh nein. Als Mushu und ich uns aufmachten, um eine Lösung für das Vergessen zu finden, wusste ich nicht, was passieren würde. Am Ende hast du das Tal gerettet und uns geholfen, zurückzukommen. Außerdem hast du dafür gesorgt, dass wir noch mehr Spaß haben. Du bist eine echte Freundin und ich hoffe, du weißt, dass du immer auf meine Hilfe zählen kannst, wenn du sie brauchst. Nimm das hier und denke immer daran, dass ich an deiner Seite bin. Ich bin so begeistert. Ihr sprecht doch nicht alle durcheinander. Ja, ich finde das klasse. Ich weiß zwar nicht genau, warum Mushu jetzt hier unten steht. Ich meine, da würde ich jetzt gerne weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Aber wir können halt jetzt gerade noch nicht. Also wir können das nicht in dieser Folge machen, sagen wir es mal so. Oh, Mutter Gotel ist hier oben noch total am Kochen. Es tut mir wirklich leid. Tschüss. Weil neue Möbel freigeschaltet. Das ist auch schön. Ich wollte allerdings mal eben gucken. Alles und Filter, genau. Was wir jetzt hier bekommen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt auch als Outfit tatsächlich bekommen haben. Aber muss ja eigentlich, weil ich das... Ja, ja, hier, weil ich das immer noch anhabe. So sieht das Ganze dann aus, was wir gerade bekommen haben. Mir gefällt die Farbkombination und so, ehrlich gesagt, nicht so schön. Also bei mir sieht es jetzt grausam aus mit dem Rot und den pinken Haaren natürlich. Aber ansonsten, finde ich, sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus.
Ich würde mich dann aber wieder so umziehen, weil wir dann ja noch weitermachen mit Mushu, mit den Quests. Das sind ja auch noch Mulan-Quests. Und da möchte ich halt schon gerne noch so ein bisschen, ja, asiatisch, sage ich jetzt mal, aussehen. Oder japanisch aussehen, so. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Wir haben die Folgen, beziehungsweise die Quests von Mulan jetzt alle durch. Das heißt, mir bleibt nur noch die eine Quest von Mushu, die kann ich noch machen. Und die kann ich jetzt aber nicht hier reinmachen, schade. Und danach müsste ich ihn dann erst noch leveln. Also sollte dann nicht direkt sofort eine neue Quest kommen, dann tut es mir leid, weil dann muss ich ihn erstmal kurz noch leveln zwischendurch. Ich hoffe, dass ich das alles zeitlich so recht gut hinbekomme, dass das dann so hintereinander aufgenommen und veröffentlicht werden kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Questreihe mit Mushu, weil ich bin schon gespannt, was es da noch alles so gibt. Mulan fand ich auch total klasse und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.